Hallo, hallo, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir das Junk Journal Kitty Cat. Das war noch in meiner Kiste der Unvollendeten und ich dachte, das wird jetzt Zeit, dass wir das Schätzchen mal fertig machen. Das ist so zuckersüß, also wirklich am Rande des Kitsches, wenn ich schon Hardcore-Kitsch, je nachdem, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wie man das definiert. Aber ich dachte, bei der allgemeinen Welt- und Wetterlage können wir so ein bisschen was fürs Herz gebrauchen. Und das ist ein Stoff, mit dem ich das bezogen habe, den ich also schon super niedlich finde mit diesen Kätzchen. Und hinten bei diesen Brettchen, die ich da drauf gemacht habe, habe ich dann einfach Stückchen ausgeschnitten, ganz gezielt, damit die dann noch so ein bisschen rausgucken. Ein kleines bisschen Gold, weil zu Kitsch gehört auch ein bisschen Gold, ne? Und hier vorne drauf, das sind so fertige Rahmen gewesen. Also ich habe keinen Die-Cut, wo ich die mit ausgeschnitten habe, sondern die waren schon so. Die habe ich mal in einer Happy Mail bekommen. Habe die mit Gilding Wax einfach Gold eingefärbt. Und dann bin ich da ziemlich dick mit Lack drüber gegangen. Und zwar ist das so ein Krinkellack. Der trocknet also nicht glatt. Müsste ich jetzt auch buddeln. Ich weiß nicht, von welcher Firma der ist, aber den gibt es von verschiedenen Herstellern. Sondern ihr seht das, der wird so krumpelig, wenn der trocknet. Der zieht sich so zusammen. Und ich finde halt so diese Effekte ganz cool, weil das irgendwie so ein bisschen so aussieht, ja, wie so alte, kaputte Glasscheiben auf Spiegeln, so verkratzt und so weiter. Das hat also so einen herrlichen Vintage-Charakter. Und dann habe ich hier ein Lesezeichen reingesteckt, weil ich nämlich genau passend zu diesem Stoff die richtigen Bänder hatte. Das ist so ein Bändchengarn, das habe ich mal beim Action gekauft. Und das fand ich einfach ganz hervorragend geeignet für Bimselbamsel. Und dann ist hier unsere Sari-Seide und dann ein bisschen Spitze aus meiner Sammlung. Und da habe ich den Funkelkater dran gehängt. Ne, die Funkelviecher sind ja mein eigenes Design. Also auch dieser Kater ist mein Design. Den gibt es in klein und in groß. Und ich wollte diesmal den kleinen haben. Der ist auf einer 10 mm Perle. Also der Kater sind zwei so Teile. Und dann braucht man eben wieder diesen Pin. Ich habe das ja schon mal in einem Video gezeigt, wie man Funkelviecher zusammensetzt. Da werden die Teile alle draufgesteckt. Und das Besondere ist die Pfote von diesem Kater. Ich muss mal stillhalten, damit das Ding die Kamera hier fokussieren kann. Die brauchen wir so lange. Der hat also hier diese ausgestreckte Pfote und in dieser Pfote ist ein Loch. Und da kann man eben einen Headpin durchstecken, eine Öse biegen. Und so konnte ich da unten die kleine Grete dranhängen, den der kleine Frechdachs wahrscheinlich gerade, den Fisch, den er sich gerade gefangen oder geklaut und gemampft hat. Ich finde den also ganz süß. Und das Schöne ist ja, dass man den durch die Perlen individuell gestalten kann. Wenn du, keine Ahnung, eine rote Katze hast oder eine weiße oder so, dann nimmst du halt einfach Perlen in der Farbe, wie du sie magst. Und dann kann man das ganz wunderbar an das Bimselbamsel hängen. Den großen habe ich jetzt gerade nicht hier, aber der ist größer. Der große hat ungefähr diese Größe. Ist genau das gleiche Modell, eben nur in groß. Und dann habe ich da alles dran gehängt, was ich noch an Katzencharms hatte. Ach ja, hier ist der gleiche nochmal in weiß. Genau, da sieht man das. Oder in so einem Grau. Das ist so eine graubraune Perle. Hatte ich schon wieder vergessen, dass ich da zwei dran gehängt habe. Kannst du mal sehen, ne? Und dann hängt hier noch ein Charm drin, den hatte ich hier irgendwo noch in der Schublade rumliegen, in meiner Dose. Und die kleine schwarze Lampwork-Katze, die ist, glaube ich, inzwischen auch ausverkauft. Die hatten wir mal im Sortiment. Und ich habe noch so zwei, drei im Schatzkästchen liegen. Ist also insgesamt ein schönes Bimselbamsel. Und ich habe sie alle mit den Nadeln festgemacht, hier mit diesen runden Sicherheitsnadeln. Und hier ist natürlich ein Karabiner dran für den Fall, dass man es abmachen möchte und vielleicht irgendwie an der Kette tragen oder an die Handtasche oder so, ne, damit man die noch auch anderwertig verwenden kann, die Anhänger. Und das alles an dem Lesezeichen Feder. Ich tue es mal zur Seite, dann kann man besser blättern. Zugemacht habe ich das ganz einfach hier mit so einem Gummiband, was also so schön rüschelig ist, was sich auch irgendwo in meinem Fundus befindet. Und das habe ich kurzerhand mit Brads hier drauf gemacht. Das ist ja mal die schnellste und einfachste Lösung, auf diese Weise einen Verschluss irgendwo anzubringen. Und dann habe ich noch, ich habe ja eine riesige Sammlung von Spitzen, erzähle ich immer wieder. Ich werde immer wieder gefragt, muss mal ein bisschen aus dem Zoom raus, so. Wo ich denn diese Spitzen alle her habe, Leute, ich sammle Spitzen seit 20 Jahren. Ich habe schon Spitzen gesammelt, da hatte ich das Wort Junk Journal überhaupt noch nie gehört. Da habe ich noch Schmuck nur gebastelt und habe schon immer ein Fimmel für schöne alte Spitze und habe auf allen Märkten, Flohmärkten, Antikläden, auf allen möglichen Bastelmessen, wenn immer wir im Urlaub waren, egal wo auch auf der Welt, da war kein Handarbeitsladen vor mir sicher. Und Handarbeit gibt es ja nun mal auf der ganzen Welt, selbst in Tunesien gibt es Handarbeit. Arbeitsläden und da habe ich dann überall irgendwelche Spitzen und Stoffe zusammengesammelt. Das heißt, ich kann dir bei einem ganz großen Teil von Spitzen, die ich benutze,
überhaupt nicht sagen, wo die her sind. Und dann habe ich natürlich auch Spitze getauscht und geschenkt bekommen in Happy Mails und so weiter oder mich mit Leuten besprochen. Und wir haben dann gesagt, okay, ne, ich hätte gerne die und dafür kriegst du von mir die. Und wie man das halt so macht, so unter Bastlern. Von daher haben wir ein schönes Sortiment an Spitzen. Ich bemühe mich ja immer, schöne Sachen für unseren Shop zu haben. Link ist unten drunter, Spitze und Organza. Ne? Da findest du jede Menge Spitzen und Bänder. Aber jetzt speziell die, die ich in meinem Journal verwende, an die wenigsten davon wird man noch drankommen, weil da auch ein großer Teil wirklich antik ist von. Ja, dann geht's hier vorne schön los mit dem Buch. Ich habe ein bisschen Stemperia hier verwendet, mal wieder Reste da reingebaut. Das ist einfach ein Umschlag mit dem Kreisstanzer aus einer alten Buchseite. Stemperia-Sticker hinten dran. Weiß der liebe Himmel, was das für ein Papier ist. Kann mich nicht erinnern. Und da ist aus unserem Katzenpostkartenset ein süßes kleines Kärtchen drin. Von einer Schmusekatze. Auch Stempel. Ich habe Katzenstempel. Natürlich die, die es bei uns im Sortiment gibt, aber ich habe auch eigene Katzenstempel. Diese süßen kleinen, die sind von AI Watercolor, die ich verwendet habe. Ich habe alles, was irgendwie mit Katzen zu tun hat, eingesackt und hier in diesem Journal verwurstet. Das sind auch unsere Postkarten und ich habe aber so einen Eckenstanzer, der solche, ja, ich weiß nicht, wie man die nennt, solche abgerundeten Deko-Ecken macht. Und ja, das ist ganz praktisch. Kann man auch mit der Hand schneiden, klar, aber so ein Knipsding ist natürlich praktisch, wenn man das hat. Den habe ich, weiß ich gar nicht mehr, wo ich den gekauft habe. Habe ich gesehen und habe gedacht, probier mal aus. Hat sich dann als ganz praktisch erwiesen. Hier sieht man es jetzt richtig schön, diese Ecken. Das macht halt gleich mal was her. Stempel, den Roland ja entworfen hat, haben wir ja jetzt neu im Sortiment. Ne? Diese Basics in Linien und in Kästchenform und mit gepunkteten Linien und Schulheftlinien. Naja, die habe ich dann hier auch schon mal reingetan, weil wenn man dann was schreiben möchte, ist das ja mal ganz nett, wenn man so eine kleine Orientierung hat. Das ist jetzt einfach so ein geprägtes Papier. Das ist auch in meiner Wühlkiste, in meiner Schnipselkiste, da weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, wo das herkommt. Und das war ein Reispapier, von dem ich auch tatsächlich nicht weiß. Ihr seht, ich weiß bei ganz vielen Sachen nicht mehr, von wem oder von was das war. Das ist einfach der Motivstanzer Tatze, den es ja bei uns im Shop gibt, den ich ausgestanzt habe und dann kurzerhand zur Schablone verwendet habe. Ja, das sind die Glanzbildchen, die es bei uns im Shop gibt. Und das ist auch von Stemperia, von dem Sweet Home Ephemera Set. Sticker von irgendwo. Tortenspitze und das sind auch Stemperia Ephemera Blümchen. Die sind so süß und so zart. Ich fand, das passt so richtig schön frühlingmäßig zu dieser wunderschönen Tortenspitze. Ja, und das ist natürlich einfach das Katzenpapierset von uns, von Roland. Das ist so ein Die-Cut, wo man einfach diese Silhouetten, ich habe halt schwarzes Papier genommen, einfach ausschneiden kann. Finde ich auch immer wieder lustig, die zu benutzen. Und dann habe ich einfach wild gestempelt und geklebt, um dem Ganzen so ein bisschen Kavum zu verleihen. Dann haben wir hier einen kleinen Katzencharm. Der hat normalerweise zwei Ösen. Da ist eigentlich hier hinten noch eine, weil diese Sorte, das ist eigentlich ein Connector oder Verbinder, die man beim Schmuckbastel eigentlich mehrere aneinander hängen kann. Dann, ne? Für eine Kette oder so an einem Armband. Nur weil der ja hier dran hängt und man den nicht braucht, habe ich den kurzerhand abgeknipst. Einfach mit dem Seitenschneider, zack, weg. Die Katze amputiert die Arme. Hier klebt was. Ja, dann wieder, ne? Meine selbstgemachte Schablone. Und die Lackbilder. Über die muss ich immer lachen, über diese Lackbilder, weil die immer die Augen so aufreißen. Die gucken immer so ein bisschen doof. Aber mit Verlaub, jeder, der eine Katze hat, weiß, dass Katzen gerne doof gucken. Das ist eben so. Ja, hier ist wieder, das ist dieses Reispapier, von dessen Herkunft mir nicht mehr ganz geläufig ist, wo das her war. Ach ja, und das waren diese Teile, die ich auf der Messe gekauft habe in Dortmund. Das waren so 3D-Kartenbastelsets, da ich aber nie Karten bastel, sondern einfach nur diese Teile so benutze. Finde ich die als Deko sehr schön, die haben mir so gut gefallen, weil da so ein kleines bisschen, da ist so ein bisschen Goldglitzer. Sieht man das? Das ist da drauf so. Fand ich ganz schön. Und die sind recht stabil, also die sind nicht so diese Glanzbildchen, die sind ja auch cool zum Hinkleben, aber die sind halt sehr weich, ne? Also ganz dünnes Papier. Und das ist halt hier so richtig Karton fürs Kartenbasteln. Das fand ich eigentlich ganz gut. Dann ist hier einfach ein Stück Papier mal gefaltet, indem ich eben genau diese Glanzbildchen schön aufgeklebt habe. Und dann habe ich so eine Schablone, mit der man so Linien machen kann.
Fand ich auch ganz witzig. Ach so, da habe ich übrigens den Tipp bekommen, um so Linien drauf zu machen, was eine super Idee ist, einfach Karton zu nehmen, so Wellpappe. Ne? Und wenn man die Kartons, die in der Mitte, dann sieht man, wenn man den sich so von der Seite anguckt, kann man ja die obere Schicht einfach abziehen und dann die Wellpappe auf ein Stempelkissen drücken, kriegst du den gleichen Effekt. Super easy. Und das ist was, ja, das liegt im Haushalt meistens irgendwo, liegt irgendwas rum, was aus Wellpappe ist. Von daher ist das ein super Tipp. Ja, das ist eine schöne Katzenschablone, die ich habe. Meine Tochter, die ist umgezogen und die hat sich ein Katzenbild gewünscht. Und ich male ja sehr gerne mit Acryl. Und ich wollte ihr gerne ein Bild malen, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich habe einfach keine Zeit. Ich bin hier im Moment so überlastet mit allem, weil wir diese Krankheitswelle haben, die wir einfach nicht losbekommen. Und ich wollte aber gerne das Bild für sie fertig bekommen. Also habe ich mir kurzerhand ein paar Schablonen gekauft mit schönen großen Katzenmotiven. Und da bin ich jetzt noch am Hexen. Aber ich habe sie gefragt, ihr ist das auch egal. Sie wollte einfach nur ein Katzenbild, ob ich das mit der Schablone mache und dann weiter verwurschte oder komplett freimale. Das war ihr völlig egal. Sie fand die Motive ganz cool. Haben wir schon ausgesucht und ausprobiert. Und ich hoffe, dass ich dann jetzt vielleicht über die Osterfeiertage ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich ihr dann endlich das versprochene Bild für ihre Wohnung zusammen puzzeln kann mit Acrylfarben. Lust habe ich dazu eigentlich immer ganz viel, aber naja, ihr wisst ja selber, ne, wie das so ist. Dann muss ich Journals machen und Videos drehen und dann komme ich einfach nicht dazu, noch ein schönes Bild zu malen. Das ist ein bisschen verknickt hier, was dann da passiert. Naja, da ist mal wieder gut, dass es ein Junk-Journal ist, ne? Können wir wieder behaupten, das war Absicht und das ist Vintage. Also das ist der Katzenstempel von uns, den Roland entworfen hat, mit dem süßen kleinen Miau hier drauf. Ja, und sie ist auch niedlich, ne? Wie sie sich den Schmetterling beguckt und überlegt so, bleibe ich hier eingekuschelt oder laufe ich ihm hinterher? Ja, das ist das schöne alte Kartenspiel. Das kennt ihr ja auch schon, das habe ich schon ganz oft benutzt. Und hier mit unserem Bordürenstanzer die Seiten einfach ein bisschen aufgerüscht. Ja, und dann nochmal so eine süße Katze. Und ich finde halt die Kombination so von diesem Gestempelten und dann unten einfach so ein Glanzbild drauf. Ich finde, das hat so dieser richtige Vintage-Charakter. Das gefällt mir einfach total gut. Das ist ein Washi-Tape, das habe ich geschenkt bekommen. Das fand ich sehr nett. Das hat mir ein kleines Mädchen geschenkt. Die war, das ist eine Bekannte von uns und die waren im Urlaub in Holland und waren in irgendeinem Bastelgeschäft. Und dann kam sie mit diesem Washi-Tape angerannt und hat Mama bequatscht und hat gemeint so, das müssen wir kaufen und Jutta schenken. Das fand ich so nett. Also wirklich total süß, dass sie an mich gedacht hat. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass sie mein Video guckt und sich freut, wenn sie dann irgendwann hier das Tape entdeckt. Die finde ich auch so schön hier. Und die sind bei den Glanzbildern dabei, die wir bei uns im Shop haben. Ja, das sind wieder Blümchen aus meinem Garten und ich hoffe, dass es jetzt bald mal losgeht. So, die allerersten blühen schon, aber von Butterblumen sind wir weit entfernt. Die tapferen Gänseblümchen, die halten schon schön die Nase raus, aber mir geht das im Moment ein bisschen zu langsam. Bei uns hat es allen Ernstes gestern geschneit. Ich gedacht habe so, was soll das? Ey, wir haben jetzt März, es wird jetzt April, also bitte, ja. Ich will jetzt keinen Schnee mehr. Ich möchte jetzt Frühling und ich möchte es gerne mal so zwischen 10 und 15 Grad auf jeden Fall. Und ich will, dass die Bäume anfangen zu blühen und grün werden. Ich habe einfach nur genug von diesem ollen, useligen Winterwetter. So, hier sind also diese Folien, in denen diese Glanzbildchen immer drin sind. Die habe ich einfach aufgehoben und ich habe gedacht, die mache ich hier mal so als Kramsammeltüten mit rein. Die sind auch mit den, also die ganzen Signaturen habe ich noch gar nicht gesagt, die sind alle mit dem Gummiband hier reingemacht und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Signaturen. Ich habe mal die Seiten ein bisschen dünner gemacht, die Signaturen nicht so dick, damit das Buch nicht so aufklafft. War mal so ein Experiment und das hat auch ganz gut funktioniert. Und das Schöne ist ja, dass man dann in der Mitte immer noch alles Mögliche zusätzlich zu der Signatur, die man zusammengenäht hat, einziehen kann. Und da habe ich einfach mal diese Tüten mit reingemacht, weil ich dachte, das ist ganz cool, wenn man dann in diesem Journal arbeiten möchte und dann kann man in diese Tütchen hier alles Mögliche reinstecken und man sieht auch gleich, was man hat. Unter anderem halt eben schöne Glanzbildchen oder irgendwelche Sticker oder Reispapier ausgeschnitten. Da habe ich einfach so ein bisschen Kram, den ich dann nicht benutzt habe, hier mit reingemacht. Eine Postkarte aus unserem Postkartenset. Oder wenn man, was weiß ich, Motive mit dem Die-Cut ausgestanzt hat oder gemalt oder sowas, dann kann man Fussy-Cut irgendwas ausgeschnitten, kann man das alles schön hier sammeln und dann im Journal verarbeiten. Ich dachte, das ist mal eine gute Verwendung, da muss man die Sachen nicht immer im Müll werfen. Ne? Plastikmüll haben wir eh zu viel. Und dann finde ich das ganz putzig, wenn man die so in so ein Journal mit einarbeiten kann. Ja, das ist jetzt einfach eine Tarotkarte. Ich habe so Tarotkarten-Sets und
fand, so eine magische Harry Potter Katze darf auch ruhig mit ins Journal, weil Katzen sind ja irgendwie auch magische Tiere. Jede gute Hexe hat eine Katze. Und von daher fand ich das ganz passend. Ja, das ist auch dieser Motivstanzer, Miezekatze, den es auch bei uns im Shop gibt. Einfach mal eine Katze in die Ecke gelocht. Und den kann man natürlich dann auch umgekehrt wieder als Schablone benutzen, das ist ja klar. Das ist der Grund, warum ich so Motivstanzer eigentlich ganz gerne mag, weil man die eben auf mehrere Weisen verwenden kann. Und wo wir gerade davon reden, habe ich gleich mal so eine Schablone hier noch mit reingemacht, ne, wo man dann in diesem Journal überall dann noch so ein bisschen weiter verzieren kann. Vielleicht hat die Person, die dieses Journal bekommt, ja gar keinen Motivstanzer und dann kann sie hier noch ein bisschen rummalen. Das ist dann auch einfach nochmal ein Blatt aus unserem Set und da habe ich dann eben auch die Katze noch mit draufgeklebt, um das noch ein bisschen weiter katzig, miezig zu machen. Miezig zu machen, gibt es das Wort? Ich glaube nicht. Jetzt gibt's das. Wieder eins für Whitleys Wörterbuch. Ein neues Wort, was wir erfunden haben. Ja, das ist einfach Tortenspitze. Und dann auch mit dem ovalen Motivstanzer aus der Postkarte einfach mal so ausgestanzt. Und ich bin immer wieder ganz fasziniert, wenn man von Bildern einfach nur irgendwelche Ecken nimmt und die mit diesen Motivstanzern ausstanzt, dass die dann irgendwie einen ganz anderen Charakter kriegen, als wenn man das gesamte Bild so vor der Nase hat. Finde ich also immer wieder schön und mache das dann auch mit Sachen, auch wenn ich so Papierreste oder sowas überhaupt, dass ich dann oft einfach meine Stanzer nehme und mir dann einfach so Teile für Collagen ausstanze. Oder wenn ich was mit Wasserfarbe oder mit Aquarellfarbe gemacht habe und habe da rumgewutzt und habe Reste, dann suche ich mir einfach die schönsten Ecken und nehme so einen Kreisstanzer und ja, schneide mir ein bisschen was aus und lege es mal zur Seite. Der Tag, an dem man es braucht, der kommt ganz bestimmt. Ja, Briefumschlag eingefärbt in Tee und ein bisschen mit Stempelfarbe bearbeitet. Da habe ich aus der Postkarte einfach ein Rechteck ausgeschnitten und habe da sowas Ähnliches wie eine Briefmarke draus gemacht. Und natürlich eine Karte noch mit reingesteckt. Ecken habe ich abgerundet. Das ist ja bei uns normalerweise, sind die ja normal eckig halt. Aber ich finde es immer schöner. Irgendwie runde Ecken sind mein Ding. Ja, und hier einfach mit dem Stempel natürlich dann reingestempelt. Weil das dann cooler aussieht. Und auch das ist die Postkarte aus unserem Postkartenset und auch da habe ich das einfach zurechtgeschnitten. Ja, das waren dann wieder hier so. Das sind eben diese AI Watercolor Stempel. Die sind sehr teuer, die kommen aus Amerika, aber ich finde sie halt sehr schön, weil man die alle so untereinander so schön kombinieren kann. Und die haben halt eben diese Fenster und Katzen und sowas. Und da gibt es auch so ziemlich coole Videos, wie die alle miteinander kombiniert und dann da irgendwelche irrsinnigen Bilder und Ensembles draus macht. Jetzt habe ich es wieder verkehrt ausgesprochen, aber ist egal. Und da habe ich dann einfach mal die Katzen so drauf gestempelt. Dann kann der neue Besitzer da noch ein bisschen färben und malen und sich das ein bisschen hübsch machen. Vielleicht die Namen von den eigenen Katzen draufschreiben oder der eigenen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ziemlich viele Menschen in meinem Umfeld mehr als eine Katze haben. Fand ich also auch sehr interessant. Meine Tochter, die hat zwei. Und ja, im Bekanntenkreis ist eigentlich gar niemand dabei, der nur eine Katze hat. Die haben also alle irgendwo so zwischen zwei und vier. Fand ich auch lustig. Habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht. Das hat sich dann in so einer Unterhaltung so ergeben. Ich gedacht habe, ah ja. Gut, kann ich nachvollziehen. Bei meiner Tochter ist es ja auch so, wenn die arbeiten ist und so, die ist viel unterwegs, dann ist die Katze nicht alleine. Da hat sie ja immer jemanden zum Spielen. Das finde ich gut. Meine Enkelkatzen, sage ich ja immer, ne? Wir kleben die Blätter aneinander, da war ich wieder zu eilig, als ich da Spitze dran geklebt habe. Lässt sich aber gut trennen. Also die Blätter kurzerhand, das wäre eigentlich DIN A5, ne? Das sind zwei Seiten und die habe ich kurzerhand in der Mitte durchgetrennt, um da diese kurzen Seiten zu bekommen. Und dann habe ich hier noch dieses schöne Lesezeichen, was sich in meiner Krempel-Kruschkiste befindet. Fand ich auch sehr schön. Und ja, wenn das nicht in Katzenjournal kommt, wohin denn dann? Ja, das ist noch eine von diesen Schablonen. Da müssen wir noch genau entscheiden, welches Motiv sie denn bekommt oder ob wir ein Triptychon machen mit drei verschiedenen, denn es gibt noch ein drittes Motiv. Das werden wir nachher auch noch sehen, was das dann genau gibt mit meinem Acrylbild, was ich da malen will. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ja, und das ist so ein zuckersüßer Mini-Bread mit der Miezekatze drauf. Die habe ich geschenkt bekommen. Die finde ich also auch total klasse. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Und das ist dann eben wieder so eine Katzenpostkarte, die man dann ganz wunderbar zerlegen kann, um da Briefmarken draus zu machen oder mit dem Motivstanzer Herzchen draus zu machen oder sonst was. Man muss das nicht einfach immer nur ausschneiden. Ne? Da kann man ja wirklich die Fantasie so ein bisschen kreisen lassen und die interessantesten Dinge mitmachen, wenn man die mal nicht einfach nur rechteckig verwendet. Und genau darum geht es ja hier bei unserem Junk Journal. Wir wollen ja kreativ sein und uns was Tolles einfallen lassen. So, und das ist aus einem Buch, aus einem alten, das ist der kleine Naturfreund und da sind ganz viele Geschichten für Kinder rund um Tiere drin. Dieses Buch ist irgendwie von 1880 oder irgend sowas und das ist tatsächlich auch so alt. Das habe ich ja schon öfter mal erzählt, dass ich mal auf dem Flohmarkt so eine ganze Kiste mit solchen Büchern jemanden abgeluchst habe, der gerade dabei war, die so mehr oder weniger in der Mülltonne zu versenken. Und dann habe ich dem also einen Fünfer in die Hand gedrückt und da habe ich diese vollkommen abgeranzten Bücher bekommen, die zum Teil so kaputt waren, dass man wirklich nur einzelne Seiten davon benutzen kann. Und das ist natürlich für einen Junk-Journaler ist das ein Fest, für allen anderen ist das ein Haufen Müll. Und dem Händler, dem habe ich auch erzählt, was ich mache und er war so ganz begeistert und hat mir das dann gerne überlassen, weil er es total cool fand, dass seine verranzten, zum Teil schimmeligen Seiten dann eben doch noch irgendwo eine schöne Verwendung finden. Und die guten habe ich alle rausgetrennt und das ist jetzt eine davon. Und da ist dann jetzt die Geschichte vom Kätzchen. Was die Kinder sich vom Kätzchen erzählen. Hier oben steht es ja auch. Macht auch Spaß, das ein bisschen so zu lesen. Das ist also ganz süß geschrieben, um Kindern Natur und den Umgang mit Tieren einfach so nahe zu bringen. Das ist eine Seite, richtiges schönes Wachspapier. Da habe ich einfach ein paar Sticker drauf gemacht. Die kann man dann noch verwenden, um das Journal hier weiter zu dekorieren. Das ist ja das Coole bei Wachspapier, ne? Dass das super leicht abgeht. Also es hält gut, wenn man es draufklebt, aber man kann es wirklich ganz leicht abziehen, um es dann irgendwo anders hinzukleben. Das ist einfach Bastelkarton, ich meine vom Action, ich bin mir nicht ganz sicher. Bisschen Spitze und dann ein schönes Washi-Tape. Und das ist hier aus unserem Planner-Journal noch ein kurzes Stück. Und dann nochmal das wunderschöne geschenkte Washi-Tape. Zuckersüß. Ja, also da von wegen doof gucken, ne? So, oh mein Gott, fragt man sich so, was hat sie denn jetzt erblickt, dass sie da mit solchen Augen sitzt. Aber die Miezen von meiner Tochter, als die noch ganz klein waren, als sie die bekommen hat, die saßen auch immer da und waren so ein bisschen misstrauisch. Und dann haben sie immer geschaut, so, wer bist du und was willst du hier? Da kannten die mich ja noch nicht, ne? Die haben genau mit solchen Augen immer ganz nah an der Couch gesessen, damit man sich da unten drunter verstecken kann, weil man weiß ja nicht, ob die Person, die da jetzt reinkommt, vielleicht gefährlich ist. Kleine Schisser. Jetzt sind sie nicht mehr so. Ja, das ist die andere, die letzte Schablone. Ist ein bisschen sehr blass, kann man nicht so ganz so gut erkennen, aber ich glaube, ich habe die woanders nochmal verwendet. Und die sind halt richtig groß, so DIN A4, also eigentlich gar nicht Junk Journal geeignet, deswegen habe ich einfach nur Ausschnitte davon verwendet. Aber was man wieder zeigt, was nicht passt, wird passend gemacht. Auch da sucht man sich dann einfach den richtigen Ausschnitt und verwendet dann den Teil, den man gerne auf der Seite haben möchte. Na, komm raus. Noch eine von den schönen Tarotkarten. Und das ist wieder dieses 3D-Ding, dieses Set, was ich da auf der Messe mitgenommen habe. Und natürlich hat dieses Journal ganz viel Platz zum Schreiben und zum Dekorieren, weil ich ja immer gerne möchte, dass die Person, die mein Journal dann bekommt, das zu ihrem eigenen Buch macht. Und dann da hoffentlich ganz, ganz viele wunderschöne Erlebnisse, Geschichten, Gedichte, alles, was einem so wichtig ist, reinschreibt. Oder vielleicht ein Rezeptbuch draus macht, vielleicht ein schönes Familienrezeptbuch, vielleicht ein Katzentagebuch. Vielleicht geht das ja an einen Katzenbesitzer, der eine oder mehrere Katzen hat und dann hier schöne Geschichten aufschreibt und Bilder von den eigenen Katzen dazu klebt oder Katzen, die man vielleicht auch mal hatte und ja, so schöne Erinnerungen einfach draus zu machen. Ja, hier ist sie wieder, die Schablone. Und ich denke, dass man da richtig was Cooles draus machen kann. Ich bin mal sehr gespannt. Also da freue ich mich total drauf, damit ein bisschen rum zu experimentieren. Wenn es gut wird, das Bild, dann mache ich ein Bild und zeige es euch, bevor ich es verschenke, bevor meine Tochter es wegschleppt. Aber ja, mal sehen, ne? Ja gut, wenn es nicht gut wird, kriegt es ja gar nicht. Dann musst du so lange warten, bis was Vernünftiges bei rauskommt. Also, ich kann keine Versprechung machen. Ich kann nicht sagen, wann. Ich weiß nur, dass irgendwann es soweit sein wird, dass ich dann die Zeit gefunden habe, diese schönen Bilder zu machen. Und dann kann ich sie euch gerne mal zeigen. Und kann dann gleich dazu sagen, ich kann nicht besonders gut malen, also zeichnen und so. Ich kann aber gut mit Farben umgehen.
Und ich kann gut abmalen. Wenn ich also eine Vorlage habe, die ich nachmalen kann, dann kann ich das ganz gut. Ich kann aber mir selber nicht irgendwelche Sachen ausdenken und malen. Vor allen Dingen, wenn ich sowas machen soll wie eine Katze, dann stimmen bei mir die Proportionen vorne und hinten nicht. Und eins ist auch klar, wenn ich ein Bild male, wo eine Katze drauf ist, dann ist das nicht eine detailliert gezeichnete Katze, sondern die ist irgendwo zwischen abstrakt und hingekleckert, so ein bisschen so im Watercolor-Stil, auch wenn das mit Acrylfarbe gemacht ist. Wahrscheinlich wird es einfach nur eine Silhouette. Dadurch, dass ich jetzt die schöne Schablone habe, wird sie wahrscheinlich etwas detaillierter. Hier ist noch so ein Lesezeichen. Sitzt die Katze so schön auf dem Gartenstuhl und ja, putzt sich. Finde ich auch total süß, das Ding. So kann man es besser erkennen. Also wenn ich ein Acrylbild für meine Tochter male, dann geht es eigentlich eher darum, dass das farblich in die Bude passt und nicht darum, dass ich also bis ins letzte Detail eine schöne Katze gemalt habe, weil das kann ich gar nicht. Das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Ich bin nur gut im Farbe mischen und verlaufen lassen und Akzente setzen und das kann man mit so Schablonen ja ganz prima. Dann sieht das hinterher trotzdem aus wie ein ziemlich cooles Kunstwerk, hat aber mit malen können in dem Sinne gar nicht so viel zu tun. So, da haben wir noch ein Baby, da ist der Kreisstanzer dann mal zum Einsatz gekommen. Da habe ich dann einfach den rum, also die Ecken halt mal so rum abgemacht. Geht ja auch. Muss ja nicht immer nur rund sein. Kann man ja auch mal wie so eine Eintrittskarte oder sowas abknipsen. Ja, hier sind dann aus dem Postkartenset noch die beiden Gothic-Katzen. Das ist ja auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich fand eigentlich, dass sie jetzt in dieses Journal gar nicht so gut reinpassen. Aber ich habe gedacht, ich tue die Reste mal mit rein. Weil man weiß ja nicht, was der neue Besitzer hier so vorhat und wie die Person so drauf ist. Vielleicht magst du ja auch so ein bisschen Hexengothic mit reinnehmen und dann die Seiten so ein bisschen umgestalten. Und dann gibt es da zumindest schon mal ein süßes Bildchen für, was man da irgendwie verwenden kann. Also süß im Sinne von Gothic-Süße, ne? Ist ja klar. So, da haben wir dann nochmal die Silhouette und die süße kleine Babykatze mit einem etwas. Ich finde, obwohl die gar nicht so doll ausgestaltet ist, hat die schon irgendwie so ein bisschen so einen traurigen Blick. Aber so gucken so kleine Katzen ja, gerade wenn sie konzentriert, hier sie auch, ne, so, die haben immer für mich so ein kleines bisschen was Trauriges. Dabei ist es wahrscheinlich einfach mehr so konzentriert. Erstmal schauen, was ist denn hier überhaupt los? Noch nicht so erfahren mit der Welt. Ja, das ist jetzt wieder eine alte Buchseite, wo ich auch mit dem Motivstanzer einfach ein Herz reingemacht habe und ein bisschen drauf rumgestempelt. Dann ein schönes Glanzbildchen dahinter. Und hier habe ich sie dann da gleich noch wie eine Pocket oder wie eine Tasche aufgeklebt und einfach eine Karte gestaltet mit ein bisschen Strukturpaste. Das Wort fällt mir gerade nicht ein. Und Buchseite und Washi-Tape einfach so ein bisschen nett gemacht. Und hier ein bisschen flimsy Zeug zum Spielen. Man muss ja auch ein bisschen was zum Streicheln und zum Rumfummeln haben, wenn man in so einem Journal blättert. Das ist ja ganz wichtig. Das ist eben wieder unsere Postkarte, einfach so ein bisschen zur Briefmarke verarbeitet, also angedeutet. Und mir macht es immer wieder Spaß, kurze und lange Seiten zu haben und so halbe Seiten. Und darum seht ihr hier, ne? Das ist eigentlich eine Seite, die schneide ich kurzerhand mal durch. Für die Anfänger, die noch nicht so viele Journals gemacht haben, sowas traut man sich am Anfang ja meistens noch gar nicht so sehr. Aber das kann man einfach gut machen. Wenn ihr so ein Motiv habt, was sich eignet, macht einfach mal Cut in der Mitte und dann kriegt euer Journal einfach einen ganz interessanten Charakter, dadurch, dass man eben kurze und kleine Seiten hat. So diese Vielfalt ist ja genau das, was das Ganze so interessant macht. Ja. Full of Magic, voller Magie. Ich finde, solche kleinen Babykatzen haben auf jeden Fall was Magisches. Ich sage immer so, wenn du Katzenbabys hast, dann brauchst du keinen Fernseher mehr. Da kannst du wirklich da sitzen wie hypnotisiert und guckst diesen kleinen Tierchen einfach zu, die sind so ulkig, die machen ja nur dummes Zeug. Ne? Das ist so ein Spaß, auch miteinander, wenn die sich so balgen und so kämpfen, da geht einem das Herz auf, es ist einfach nur wunderbar. Ich glaube, wenn man eine scheiß Laune hat, muss man sich einfach nur mal hinsetzen und mal 5 Minuten lang Katzenbabys zugucken. Da kann man keine schlechte Laune mehr haben, das geht einfach nicht. Ja, das ist so Papier, von dem ich auch nicht so genau weiß, wo es herkommt. Ich habe das nicht eingefärbt, das war schon so. Und dann habe ich einfach Katzen draufgeklebt, um da ein bisschen Akzent zu setzen und ein bisschen hübsch zu machen. Das eignet sich ja ganz besonders jetzt hier nochmal für schöne Notizen oder für irgendeine kleine, kurze, lustige Geschichte in ein paar Sätzen, was Katzen halt so anstellen. Ja, das ist dann jetzt eines von unseren Glanzbildchen. Das habe ich einfach nur unten zur Hälfte angeklebt. So kann man dann ja auch mal eine Einstecktasche machen und dann einfach ein Stück Papier, was dahinter kommt. Der schöne, mein Lieblingsstempel, ne, mein Schriftstempel, der ist ja überall, zu dem brauche ich inzwischen auch nichts mehr zu sagen, den kennt er inzwischen alle. Und man kann ja sowas auch einfach mal zum Hochklappen ankleben. Mit ein bisschen Scotch-Tape
Rucki zucki haben wir wieder eine interessante Ecke in unserem Journal. Ja, und hier ist sie, die Katzengang. Die sind einfach so niedlich. Da ist die Schablone jetzt in groß, einmal gut zu sehen. Und dann meine Postkarte, die habe ich hier mit reingemacht. Frauen und Schmetterlinge brauchen keinen Grund. Die habe ich entworfen. Das ist mein Design. Die meisten Sachen designt ja Roland. Aber ab und an habe ich mal so einen Anfall und dann will ich auch mal was machen. Die ist aber schon ziemlich alt. Die haben wir aus einer Zeit noch, da habe ich die schon entworfen, als wir eigentlich noch nur Perlen hatten, als wir noch gar keinen Junk Journal hatten. Aber ich hatte ja einen Laden, ne, wo wir die Perlen verkauft haben. Und dann haben Menschen immer auch Schmuckstücke gekauft, die ich gefertigt habe und wollten dann natürlich immer eine Karte dazu, weil sie dann die Sachen verschenken möchten. Und dadurch kam das dann, dass wir die Postkarten entworfen haben. Und wie oft verschenkt man was einfach nur so, also ohne speziellen Anlass? Und dadurch kam eben dieses Frauen und Schmetterlinge brauchen keinen Grund. Und warum ist die Karte hier drin? Weil Katzen schon dreimal keinen Grund brauchen. Ja, das ist so die Dauerfrage, die ich am Anfang immer bei meiner Tochter so gestellt habe, so warum macht die das? Und ihre Antwort immer dieselbe, ja, weil sie es kann. Ah ja, okay. Katzen brauchen überhaupt keinen Grund für gar nichts. Die machen das einfach, weil sie es können. Habe ich verstanden. Ich bin gegen Katzen eigentlich allergisch, darum haben wir selber keine. Und wenn ich zu meiner Tochter zu Besuch fahre, dann muss ich mich immer mit Augentropfen und Nasenspray ausstaffieren. So, ich sag mal, so 2 Stunden ungefähr schaffe ich in einer Wohnung mit Katzen, aber länger nicht. Dann geht's los. Also am Anfang erstmal nur Niesen und Augenjucken, das kriegt man ja ganz gut in den Griff, aber irgendwann geht dann das Asthma los und dann muss ich leider gehen. Ich hätte wahnsinnig gerne selber Katzen, das würde ich ganz toll finden, weil die einfach Spaß machen. Finde ich also mega schade, dass das nicht möglich ist. Ist das eine Tasche? Nein, ist es nicht. Das ist einfach nur so eingeklebt. Kaskadenblock, die Anleitung habe ich ja schon, kennt ihr wahrscheinlich, kann ich auch unten drunter nochmal verlinken. Einfach alle Papiere, die ich noch so hatte, mal gefaltet und hier reingearbeitet. Und natürlich auch da ganz viele wunderschöne Katzenmotive, wo man dann nochmal ein bisschen schön was aufschreiben kann. Ein paar extra Notizen oder vielleicht ein Buch führen über Katzenbesuche beim Tierarzt. Wann hat wer was bekommen, irgendwelche, keine Ahnung, Impfungen oder sowas. Könnte man ja wie ein Katzenkalender auch verwenden. Oder einfach nur schön finden und andere schöne, interessante Dinge aufschreiben. Huch. Was denn das? Ach so, das hatte ich doppelt genommen. Bin ich wieder auf mich selber reingefallen. So, Faden einfach doppelt genommen. Das finde ich blöd. Den mache ich mal gerade fest. Doppelt nehmen ist ja ganz gut, aber wenn der dann rausrutscht, dann macht das keinen Spaß. Also machen wir den einfach doppelt hier durch. Kleine Schlaufe. Einmal durchgezogen. So. Und schon funktioniert das. Ja, das mache ich nachher nochmal ordentlicher. Jetzt mal eben so. Funktioniert es gerade nicht so gut. Machen wir gleich noch richtig. Das heißt, bevor das an den neuen Besitzer geht, ist das perfekt zusammengefügt. So, das war also unser Kitty Cat Journal. Ein bisschen Kitsch am Sonntag, einfach so fürs Gemüt. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt ein schönes Wochenende mit ganz viel Zeit zum Basteln, wo ihr irgendwas tun könnt, was eurer Seele gut tut, wo ihr ganz viel Spaß habt. Und ja, wenn du eine Katze hast, dann kraul die mal so ein bisschen hinter den Ohren und sag ihr einen schönen Gruß. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like, einen Daumen hoch. Schreib mir einen Kommentar, wenn du Fragen, Wünschen, Beschwerden oder irgendwelche interessanten Geschichten zum Thema Katzen beizutragen hast, finde ich immer wieder sehr unterhaltsam. Das hatten wir, als wir das Katzenpapier vorgestellt haben, da waren etliche Kommentare, wo mir Leute einfach irgendwelche kurzen, lustigen Sachen von ihren Katzen geschrieben haben. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Also wenn du dazu Lust hast, tob dich aus, ich freue mich von dir zu hören. Und jetzt möchte ich dich noch einladen für Mittwoch. Denn am Mittwoch, das ist der 5. April, stellen wir unser neues Papierset vor. Und ich habe euch ja alle schon so ein bisschen schuggelig und neugierig gemacht an der einen oder anderen Stelle. Ich kann euch nur sagen, es ist wirklich ein richtig, richtig tolles Papierset. Passt auch sehr gut jetzt zur Jahreszeit, zu dem, was jetzt kommt. Roland hat ja schon mit dem Piratenset, ich würde mal sagen, einen Meilenstein gesetzt. Aber mit dem Papierset, was da jetzt kommt, da hat er eigentlich alles übertroffen, was er bisher gemacht hat. Und es gibt nicht nur das Papierset, es gibt auch noch eine Überraschung. Es gibt noch etwas, was es
bisher bei Funkelkram in der Variante noch nicht gegeben hat. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, das euch zu zeigen und euch auch ein bisschen zu zeigen, was ich da schon alles mit angestellt habe. Also, ich hoffe, ich habe euch neugierig genug gemacht, dass ihr am Mittwoch dann kommt und guckt, was hier los ist. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und ganz viel Spaß am Basteltisch. Bastelt euch glücklich. Ciao.